Leute, weiter geht's bei God of War 3. Wir stehen jetzt einmal mehr vor diesem Hades-Tempel da. Und nun... Oh, können wir diese Truhe hier wieder öffnen? Warum auch nicht? Und wir haben schon wieder... Nee, das waren keine Orbs. Wie viele Orbs brauchen wir denn für unsere Chaos-Klingen? Wo bin ich denn hier? Hier. 7000 und hier, wie gesagt, 2500. Könnte ich jetzt schon verstärken? Sollte ich vielleicht auch tun, aber ich warte mal noch. Ja, wir stehen jetzt wieder hier auf diesem Tor. Und nun können wir das Ding hier freibrennen. So. Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wenn das mal kein Begrüßungskomitee ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich zeige euch mal hier. Bam, 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 bam. Den Zorn der Spartaner. Und dabei, wow. Dabei kann ich meine Klinge des Olymps einsetzen. Komm her, Hündchen. Oder Kopf Nummer 1, besser gesagt. So, nochmal kurz den Zorn der Spartaner einsetzen. Er ist gleich vorbei. Aber das eine Vieh werden wir plus minus endlich platt machen. So. Hat nur noch einen Kopf. Wow. Wow. Habt ihr euch gerade gegenseitig angegriffen? Ah, wisst ihr was? Bam. So, du bist kaputt. Du bist kaputt gleich. So, Kopf Nummer 3 muss ab. Oder er bleibt dran, meinetwegen. Wow, shit. Er bleibt dran, meinetwegen, aber... Pah! Wow, ich wollte es ehrlich zurückwerfen, diese Flamme. Warum bist du auch schon so angeschlagen? Warum? Warum denn, kleines Hündchen? Hä? Geht's dir nicht so gut? Scheinbar geht's dir nicht so gut, kann das sein? Oh, armes kleines Hündchen. Bam! Wow! Wow, das war nicht so cool. Blöder Hund. Bam! Ha, 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 wow! Weg da! Kratos, ich sagte, weg da! So, Kopf Nummer 2. Bam! Und ab damit! So, und der letzte Kopf. Auch der wird nicht lange da bleiben, wo er jetzt ist. Definitiv nicht. Dann haben wir... Ah, shit! Die Willkommens... Was zum Teufel? Dann haben wir die Willkommensparty von Hades bereits erledigt. Aber vermutlich wird noch viel mehr kommen. Ja. Ist immerhin Hades. Der hat noch einiges auf Lager, könnte ich mir vorstellen. Aber seine beiden Hündchen hier sind jetzt Geschichte. So. So, Hades. Hast du noch was zu melden hier? Ich kann verstehen, warum Zeus von dir angetan war, Kratos. Du bist ein fähiger Krieger. Weiß ich, danke. Wow, was ist das für ein Tor hier? So. Wow, eine große Tür. Shit. Ich kann jetzt bestimmt nicht mehr raus. Oh, ganz viele Gegner wieder. Und wieder diese Hündchen. Ah. Den hier einfach mal das Maul stopfen werden. Ich finde es ein wenig schade, dass ich die Viecher, bam, nicht mehr umherkicken kann, weil das war immer sehr effektiv gegenüber anderen Gegnern. Ah, ich kann es doch noch. Aha, ich kann es doch noch. Wolltest du mich gerade angreifen hier, du Mistkerl? So. Hündchen. Schnauze. Und, wow, hier sind ganz viele Hündchen unterwegs. Und, bam, immer schön gegen die Wand. Immer fester mit dem Kopf gegen die Wand. Und, smash. Kratos wäre der ultimative Smash-Kämpfer, ganz im Ernst. Komm her. Bam. Warum stirbst du nicht endlich? So, war's das? Ich fragte, war's das? Der Penner gibt mir nicht mal Antwort. So, ich würde gerne Magie mitnehmen. Das hier, weil Energie ist voll. Und dann stoßen wir dieses Tor auf. Na, komm schon. Komm schon, Kratos. So schwer kann das doch nicht sein. Scheinbar doch. Wow. Okay, Kratos, beruhig dich. Eine große Hades-Statue. Willkommen, Spartaner. Komm rein. Mach es dir bequem. Dieses Mal bleibst du für immer.
Okay, es will mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. Wir werden erstmal speichern, natürlich. Speichern, sagte ich, danke. Weil man weiß nie, was hier passiert in Hartes Reich. Ja. Auf jeden Fall ist es gefährlich. Jo, gespeichert, danke. Und dann sehen wir uns um. Erstmal nehmen wir natürlich die Kiste hier mit, beziehungsweise die Orbs, die da drin sind. Oh, dann können wir das hier drehen. Und was könnten wir sonst noch tun? Hier hinten ist noch mehr Zeugs. Was haben wir denn hier? Eine Energiekiste brauche ich nicht. Okay, das können wir mitnehmen. Hier kann ich nicht draufstehen. Okay, ganz viel Zeugs, von dem ich nicht weiß, was es mir bringt. Ich lasse es mal einfach hier, bis ich den ganzen Raum erkundet habe. Das könnte ich nicht bewegen und auch nicht kaputt machen, dieses Feuerteil. Ist in Ordnung. Und hier könnte ich nach oben klettern. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Öffnen wir mal diese beiden Truhen hier. Falls ich dann irgendwann nicht mehr rankomme, wäre das kacke. Deswegen jetzt am besten. Und dann... ja. Werde ich mal das hier drehen. Mal sehen, was es mir bringt. Das Tor geht auf jeden Fall schon mal auf. Und da scheint es dann auch weiter zu gehen. Alles klar. Alles klar. So schnell kann ich nicht sein. Ah, ich verstehe. Hab schon verstanden. Hab schon verstanden. Mein Gehirn musste kurz einen Moment lang arbeiten, aber jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Wir nehmen dieses Ding hier mit. Ich kann es auch drehen, aber... oh nein! Ja, es kommen ganz viele Gegner auf uns zu. Heißt, wir sind richtig. Ja. Los, Kratos, in die Lüfte und bam! Los, hol die Viecher vom Himmel! Oder erledig sie einfach nur so. So, war's das? Ne, es war's noch nicht. Na, warum nervt ihr mich denn so? Verdammte Viecher, lebt ihr nicht gerne, oder was? Da ist noch eins, Kratos, nimm es doch! Ein verdammter Controller, echt, der nervt. So, das müsste jetzt aber ausreichen. Kratos, stoß doch das Ding bitte normal. Das geht dann schneller. Nicht so weit. Sondern so weit. Dann drehen wir mal dieses Teil hier. Oh, du sollst dieses Teil hier drehen. Zack. Ja, genau. Dann ist das Tor offen. Und da wir keine Zeit haben, stoßen wir das Ding... na komm schon. Stoßen wir das Ding hier drunter. So. Und nichts mehr kann passieren. Super. Ja, ich weiß, dass ich jetzt da hochgehen muss, Spiel. Bin ja nicht bescheuert. Ernsthaft. Speichern? Nö, tun wir noch nicht. Was sagt die Zeit eigentlich? Also jetzt nicht die Aufnahmezeit, sondern die reale Zeit. Okay. Ah, diesen... oh, shit. Nerv nicht, Hades. Ja, diesen Part können wir noch ohne... was zum Teufel? Ja, ja. Ja, ja, die normale Zeit, meinte ich. Und nicht die Ingame-Zeit und nicht die Aufnahmezeit. Einfach die normale Zeit. Bam! Ich könnte natürlich... oder kann ich das... ja, doch, ich glaube, ich kann. Ich kann auch meinen... wow! Zorn der Spartaner verstärken irgendwie. Bam! Ich glaube, das wäre auch ziemlich cool. Aber wir warten erstmal noch. Wir warten erstmal noch, was wir wirklich verstärken wollen. So. Wie gesagt, ich würde doch am liebsten gerne... oh, weg da. Meine Verbannungsklingen möchte ich natürlich unbedingt aufs Maximum bringen, weil ich werde sie am meisten verwenden. Und deswegen ja. Komm schon, friss das hier. Ja. Yeah. Hast du nun davon? Okay, wir haben hier Magie. Die nehmen wir selbstverständlich mit. Kann nie schaden. Und dann, das können wir auch nicht mitnehmen. Wir können es auch nicht kaputt machen, meinetwegen. Gut, gehen wir immer höher und immer weiter und immer tiefer. In den Hades. Zu Hades.
Ja. Der Gott Hades und die Unterwelt heißt beides Hades. Oh shit. Eine riesige Statue. Erstmal komplett hier umsehen. Hier ist nichts. Komisch. Da hinten sind Kisten. Machen wir selbstverständlich auf. Orbs kann man nie genug haben. Und hier sind dann blaue Orbs. Was machen die? Was machen die wohl? Magie. Ich Vollidiot. Das Ding kann ich auch nicht kaputt machen hier. Habe ich da ein Buch zum Lesen und einen Hebel zum Drehen? Hier ist auch nichts. Und da hinten? Was ist da hinten? Eine Leiter. Aber ich werde erstmal das Buch lesen und den Hebel bewegen, weil ich nehme an, so ist es gedacht. Und ich weiß ja auch nicht mehr genau, was alles passiert. Wir lesen erstmal das Buch hier. Kratos, lies das Buch. Da steht scheinbar noch nichts. Oder da steht gar nichts. Okay, dann halt nicht. Wir befreien quasi... Oh Gott. Was ist das für eine Kiste da? Wer liegt da drin, bitte? Jetzt ist es an mir, dich für den Schmerz büßen zu lassen, den du achtest. Ein Inschrift auf dem Sockel ist zu lesen. Hier liegt Persephone, Königin der Unterwelt und Gattin des Hades. Okay. Okay. Sind jetzt hier die Tore aufge... Nee, da waren gar keine Tore. Was soll ich jetzt damit? Was soll ich jetzt damit? Das bringt mir irgendwie nichts. Kann ich sie jetzt irgendwie runterschießen? Nee, scheinbar nicht. Ah, verstehe. Ich dachte nur, ich könnte das Buch nochmal lesen, aber... Ah, wir können da was tun. Ja, jetzt sind da Leitern. Und dem Klang nach zu urteilen, geht es auf Zeit. Was zum Teufel? Ja, ich möchte auch erst hier entlang gehen. Eventuell finden wir hier oben ja noch ein Geheimnis. Weiß man ja nie. Hoch da. Tatsächlich. Geheimnisse. Ja, es sind nur Orbs, ich weiß, aber Orbs sind halt wichtig. Und ich glaube, ich brauche 7000 für die nächste Stufe meiner Verbannungsklingen. Heißt, es fehlt noch ein kleines bisschen. Wo wollen wir zuerst hin? Links oder rechts? Was zum... Was zum Teufel tut ihr hier? Bam. Bist du tot? Nee, du bist noch nicht tot. Jetzt bist du aber definitiv tot. Ich glaube, wir gehen zuerst links hoch. Ja, ich glaube, das klingt nach einem Plan. Ja, da ist noch so ein Kackgegner. Hier, fick dich. Bams. Bam, bam, bam. Lebt ihr noch? Falls ja, dann brennt einfach nur. So. Okay, nochmal. Zack. Und. Dong. So. Können wir jetzt hier hochgehen? Ich hoffe, das ist die richtige Seite. Weg, abspringen. Gut. Ja, ich nehme an, es kommt gar nicht so wirklich darauf an. Was macht das hier? Ah. Oh. Ich muss Hades vermutlich wieder einsperren, könnte man sagen. Was ist das hier für ein Hebel? Aha. 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 So komme ich dann schneller hier weiter, oder was? Verstehe, verstehe, verstehe. Aha. Aha. Was ist da ganz rechts noch? Offenbar nichts mehr. Gut, Kratos, mach bitte das Tor auf. Ah, nur das kleine Tor. Ach so, verstehe. Und zack. Sehr gut, da haben wir was geschafft. Und ich würde sagen, das war es erstmal für heute mit God of War 3. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.